Guten Morgen. Ich bin hier gerade beim Morning Walking und habe gleich vor, wenn ich wieder zu Hause bin, einmal ein neues Uncut-Video hochzuladen. Ich weiß jetzt im Moment nicht genau, welches das wird. Gestern hatte ich eins hochgeladen, da gab es gar keine Ansage dazu. Ne? Ich mache das ja eigentlich nochmal, dass ich kurz vorher noch ein bisschen was dazu erzähle und vor allen Dingen denjenigen nochmal mit ins Video nehmen, der sich das gewünscht hat. Das habe ich gestern irgendwie gar nicht, weiß auch nicht. Das musste gestern schnell gehen, weil ich von Marie noch ein Video hatte und das war irgendwie sowieso den ganzen Tag irgendwie viel zu tun. So, jetzt habe ich noch ungefähr, weiß ich nicht, 5 Kilometer oder 5000 Schritte vor mir, bis ich wieder zu Hause bin. Also diese Zeit, die will ich ja nun auch nicht hier im Galopp verstreichen lassen, weil ich ja hier gerade in der Natur unterwegs bin. So, nun bin ich auch schon lange wieder aus der Natur zurück, in unserem heimeligen Zuhause. Ich habe heute Morgen hier ein richtig, richtig krasses Brot gebacken. Das ist es ja. Gestern habe ich ja das gemacht hier, völlig ungenießbar. Da habe ich als Hauptträger Quark und dann zusätzlich Bambussprossenmehl. Das geht gar nicht. Ich musste danach direkt auf Klo. Und naja, widerlich. Vielleicht lag das auch an was anderem. Aber dieses Brot hier ist sowas von krass lecker geworden, dass ich heute Morgen schon wieder zu viel davon gegessen habe. Also, das schmeckt im Grunde so gut, dass man so viel davon isst, dass man schon wieder die Kalorien eigentlich doch drauf hat. Wobei, das hat echt wenig Kalorien, ne? Also Quark hat ja irgendwie nur 4 Gramm auf 100 und da drin ist Kartoffelfasermehl und Goldleinsamenmehl und Quark im richtigen Verhältnis. Interessiert das jemanden? Also wenn ihr das Rezept haben wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht backe ich das nochmal und zeige euch mal, wie das geht. Wenn hier überhaupt irgendjemand interessiert ist, Low Carb zu essen, also quasi zu essen und beim Essen abzunehmen. Das habe ich ja gemacht oder ich mache es immer noch. Ich kämpfe gerade auf die nächste Stufe, auf die 79 runter. Aber ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, weil scheinbar verwertet mein Körper die Sachen, auch die Low-Carb-Sachen, so gut, oder ich bewege mich einfach nicht. Okay, kann man sich ausdenken, wie man will. So, ich wollte eigentlich nur noch kurz mal sagen, das, was ich im letzten Video vergessen habe, nämlich denjenigen zu grüßen, der sich dieses Video gewünscht hat. Das hier ist jetzt von Monika Hofrichter. Schönen Gruß an dich. Du hast dir hier gewünscht, dass ich einmal die PS4 zu Ostern vom 1.4.2018, habe ich mir hier aufgeschrieben, nochmal als Uncut mache. Und da gehe ich jetzt mal ran und dann kommt das auch gleich. Also beziehungsweise, also jetzt. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Und frohe Weihnachten könnte man fast sagen, wenn man sich das mal anguckt hier. Dabei haben wir heute Ostern. Das wollen wir uns gleich mal hier auf der Uhr angucken. Hier wird nämlich nicht geschummelt. Es ist, kann man das sehen? Moment. Heute ist der 1.4. Da steht's 7.46 Uhr. Und eigentlich wäre die korrekte Bezeichnung Frohe Ostern! Mit Schnee. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber jetzt genug der Quatscherei. Wir wollen mal die Kinder wecken. Mal sehen, ob hier Pesch schon wach ist. Auf jeden Fall können wir hier erstmal ein bisschen Licht reinlassen. So, es sieht doch so schön weihnachtlich aus draußen. Eigentlich müssten wir noch mal einen Tannenbaum holen. Vielleicht ist auch wirklich der Weihnachtsmann gekommen und nicht der Osterhase. Wollen wir erstmal gucken hier. Guten Morgen. Aufstehen. Also, ich weiß ja nicht, wie eure Eltern euch wecken, aber das hier funktioniert immer richtig gut. Einmal. Das klappt. Fast so gut wie in Eimer Wasser. Mäuschen. Und das funktioniert jetzt auch gut zum Aufstehen. Frohe Ostern. Was? Der Osterhase war da. Oh
Und weißt du was? Wir müssen noch mal deinen großen Bruder wecken, komm. Und zu Tralix und Chrissy kommt auch noch. Genau. Wir haben hier wieder volles Haus. Sutranix ist ja hier zu Besuch und Chrissy kommt nachher noch. Und wir gehen jetzt mal hoch hier. Ja? Oha, ich glaube, hier war gestern noch ein bisschen Party mit Eistee. Und wie sieht's hier aus? In den königlichen Gemächern. Mit Gemüse. Hey, wer versteckt sich hier? Da wackelt schon was. Hola. Hola. Hola, Kita. Oder Kitai heißt es. Oder Kitai, keine Ahnung. Wäre kein Spanier, ne? Ja, also, wir werden jetzt mal sehen, dass wir hier die Jungs ein bisschen wach kriegen. Haben wir eben gesehen, wie es geht, ne? An den Füßen. Boah, nee, lieber nicht. Hä? Verstehst du nicht. Insider. So, guten Morgen, frohe Ostern. Frohe Ostern. Ach nee, sag mal noch gar nicht, ne? Hey, sag mal, wie ist das eigentlich mit frohe Ostern? Sagt man frohe Ostern erst nach Ostern oder an Ostern? Irgendwie gibt es da so eine komische Regel. Oder war das Weihnachten? Man sagt am Heiligabend noch nicht Weihnachten. Frohe Weihnachten, ne? So, jetzt guckt euch das mal an hier zu Ostern. Was macht man als erstes? Das Ding ist, du. Ostergrüße verschicken. Nein, Chrissy kommt um 8. Wer? Chrissy? Chrissy kommt. Chrissy kommt um 8 und es ist 10 vor 8. Ja, und du liegst hier und schläfst. Und bis dahin musst du dir noch irgendwie die Haare stylen, die Füße waschen, Zähne putzen. Duschen. Was? Duschen. Ja, geh los. Ja. Hopp, hopp, hopp. Ja. So toll nix hier. Du musst auch aufstehen. Mhm, mach ich gleich, perfekt. Du kommst nie wieder hier zu uns, ne? Mitten in der Nacht aufstehen müssen. Unglaublich. Mhm. Okay, so. Also, gleich geht's weiter, wenn wir unten an die Ostereier gehen. Es ist 7.50 Uhr, um 8 Uhr kommt Chrissy. Und hier sieht das so aus. Hetz mich nicht, bitte. Nicht hetzen. Keiner ist fertig. Schneller, Chrissy kommt gleich. Hier sieht es ja schon ein kleines bisschen nach Ostern aus, ja? Die beiden haben wohl gestern ein paar Überraschungseier ausgepackt. Mal gucken, was der auf dem Handy hat hier. Und das Handy ist aus. Osterstau vom Badezimmer. Ich komme nicht rein. Ich muss mich fertig machen. Mama. Och, Mama. Wir haben ein bisschen Stress hier. Das ist aber gemein. Ja, ich weiß, wie es schneller geht. Lass mal reingucken. Mach mal Tür auf. Nein, war nur ein Scherz. Guten Morgen, Schnucki. Guten Morgen. Frohe Ostern. Ja, frohe Ostern. Das ist ein Ostern, ne? Das ist ein. Ja. Es ist so grausam. Weihnachtliche Ostern. Es ist so grausam. Wollen wir ein Osterlied singen? Ich bin noch so müde. Leise rieselt der Schnee. Ja, toll. Kein Osterhase zu sehen. Kennt ihr ein Osterschneelied? Nee, oh. Gibt's wohl auch nicht. So, also wir warten jetzt weiter auf den Osterhase. Nee, der Osterhase war schon da. Wir gehen mal kurz gucken, wie aktiv der gewesen ist. Hier, guckt euch das an. Da. Frag mich, wie der Osterhase da hochgesprungen sein kann. Da ist auch was. Da. Da, da und da. Mal ein bisschen Licht anmachen. Also der Osterhase war fleißig. Hier ist auch noch was. Es sind ein paar Ostereier versteckt. Hier brauchen wir auch mal ein bisschen Licht. Und hier? Hier war Mama. Hier war der Osterhase. Da und da und da. Ganz in der Ecke. Ja, wie ist das eigentlich bei euch? Was steckt der Osterhase bei euch so? Ostereier? Oder gibt es auch mal ein paar kleine Geschenke? Also, wir warten jetzt erstmal. Chrissy wollte nämlich heute um 8 kommen und es ist laut unserer Uhr. Du! Was sagt die denn hier? Das war doch eben noch 10 vor 7. Aber kein Problem, wir warten auf Chrissy und Sutranix liegt ja noch im Bett, die Schlafmütze. Und Max, ja, der macht sich gerade fertig. Gleich geht's los. Ash kann es noch gar nicht abwarten. Er steht da oben in Warteposition. Was? Sutranix ist schon aufgestanden. Hi. Gleich geht's los, ne? Ja. Der Osterhase war da.
Hersch will schon mal so ein bisschen vorschummeln und gucken, wo die Ostereier sind, damit er gleich die meisten findet. Guck mal her. Damit er gleich die meisten findet. Und Max ist fertig. Ich bin, ja, fertig. Chrissy kommt. Und Chrissy kommt tatsächlich. Da ist sie. Schnell. So. Schnell nach unten. Guten Morgen, frohe Ostern. Ostern. Und habt ihr das gesehen? Chrissy hat auch was vom Osterhasen bekommen. Für Max, glaube ich. Wollen wir mal gucken, was sie dabei hat. Frohe Ostern. Oh, guck mal. Das gibt's alles. Eckige Ostereier. Wer kennt sie nicht? Ein Geschenk. Und Zwiebeln. Nee, was ist das? Ich glaube, Tulpen waren das. Und Tulpen. Blumen. So. Und du bist bestimmt schon hier am gucken, wo hier der Osterhase was hingepackt hat, ne? Ja. Aber das darfst du noch gar nicht. Wir sind noch gar nicht alle da. Nee, wir waren dreh dich mal um. Aber das darfst du noch gar nicht. Wir sind noch gar nicht alle da. Ja. Mama räumt erstmal auf hier. Das Tablett war ja eben bei Max oben. Ja, das haben die ja probiert. Und wo wollt ihr hin? Nochmal hoch? Mein Handy. Weg ist er. Was denn? Mein Handy ist nach unten. Achso, im Keller? Bei uns? Ja, Tasche. Alles klar. Das Wichtigste ist im Keller verschwunden. Das Handy. Ja. Aber es fertig? Ola. Alle sind da. Frohe Weihnachten. Ja, jedenfalls. Frohes neues Jahr. Okay, dann würde ich sagen, wir brauchen mal den Startschuss hier zum Suchen. Fang an. Auf die Plätze, fertig, los. Ich suche ja nicht mit, ich weiß da, wo sie liegen. Okay, seht zu, hier ist nämlich einer, der räumt richtig ab hier. Frohe Ostern euch allen. Oh ja. Frohe Ostern. Es geht im Wohnzimmer auch noch weiter, nur mal der eine weiß das schon hier, ne? Und ich schätze mal, Esch ist auch der gleich am meisten hier haben wird. Das geht ja in einer irrsinnigen Geschwindigkeit. Und ich glaube, ihr kennt natürlich auch alle alle Verstecke vom Osterhasen bei uns. Echt so, Tranix ist hier auch vorhin gegangen. Vor allem, wie ist der Osterhase da hingekommen? Ja. Ne? Hilfe! Das ich komme da nicht hinter, das ist Osterhase. Ringhase, da ehrlich? Hinter dem Fernseher? Ich hole ihn dir. Oh, hier, ich nehme ihn dir zurück. Zack, eingesammelt. Und wir gehen mal kurz gucken, was hier Max und Chrissy einsammeln. Wir sammeln hier ganz viel ein. Also, wir räumen die Küche auch. Schon was. Wow, so viele schon. Ja, so viele schon. Nicht schlecht. Hey, das muss doch in deinen Korb rein. Also, die Jungs sammeln hier zusammen. Wir haben alles zusammen. Chrissy hat auch noch was gefunden. Und ich glaube, wir gucken noch mal schnell. Einmal gucken, was Ash hier noch zusammensammelt. Er hat hier was Größeres gefunden. Ich habe ein Geschenk für Artus. Hey, versteck das wieder, das kann er selber suchen. Obwohl, er hat auch eben gerade einen Osterhasen für dich gefunden, ne? Ja. Und ich habe ein Geschenk für Ash. Hier ist ein Geschenk für Max. Das kann er selber finden, genau. Ja. Oh, ich habe schon zwei Osterhasen, Mensch. Ehrlich? Oh, was ist das? Muss ich selber finden, irgendwas. Stopp. Wow, war der nicht eben noch fast leer? Ja, da war ich habe fast noch gar nichts. Oh. Aber hier wird ja auch gemeinschaftlich gesammelt. Drei große Sammler gegen einen kleinen. Das ist ja fast unfair. Ist schon alles abgeräumt hier? Ja. Ich helfe dir jetzt ein bisschen, okay? Kommst du da auch ran? Nein. Wie ist denn der Osterhase da hingekommen, ne? Springen. Und guck mal da oben. Da hat er auch was versteckt. Meine ist unfair, die haben so viele. Guck mal hier. Was ist denn da hinter? Psst, ich glaube, da liegt noch was. Was? Hey, und guck mal hier, da. Wo liegt noch was? Da. Und hier. Hast du das schon? Das habe ich eben noch gesehen. Da auch. Was habt ihr schon alles eingesammelt? Okay, weiter. Gibt's nichts mehr. Habt ihr alles eingesammelt? Ich glaube, nein. Ist das der? Ja. Mäuschen, hör mal. Hier irgendwann ein bisschen schmutzig. So, und hier war noch was hinterm Kissen. Hinter der Kiste ist gerne also, mal was. Max kennt sich aus hier. Jahrelange Ash natürlich auch, genau, ne? Jahrelange Ostererfahrung. Ja. Oh, ich bin ja auch ein Profi. Aber auch noch was gefunden. Hä? Ist Ash, hey Ash. Was? Komm her. Jungs,
Du musst mal hier hinter dem Osterkorb gucken. Ich glaube, da habe ich auch irgendwas gesehen. Irgendwas ist gut. Guck mal. So, los, wir haben schon alles. Alles schon abgeräumt? Weiß ich nicht. Mama fehlt. Die weiß bestimmt, wie viel es... Mama, woher soll die das denn wissen? Weiß ich nicht. Du müsstest doch schon den Osterhasen fragen. Oh, ich habe da noch was gesehen. Ja, ich auch. Nee, das meine ich nicht. Ich habe noch was gesehen. Also zwei Eier habe ich auf jeden Fall noch mal gesehen. Zwei Ostereier sind noch versteckt. Eins davon wurde gefunden. Noch eins, das hatte ich aber gar nicht gesehen. Da ist noch irgendwo was. Ah, doch was. Ah, aber das meinte ich auch nicht. Hä? Schade. Ja, jetzt wird's knapp hier. Die letzten Ostereier sind noch versteckt und keiner findet sie. Und Mama ist nicht da. Die hat ja so ein Ostereierradar. Ich weiß auch nicht wieso. Also, so sieht's aus, wenn die großen Ostereier suchen. Sie stehen ratlos. Wir gucken uns alles ganz genau an, damit wir wissen, wo wir gucken müssen. Der Osterhase ist ja klein, vielleicht muss man auch mal über den Fußboden rutschen. Ja, rutschen müssen wir auch. Hab eins! Ja, siehst du, guck mal. Ganz unten, ne? Extra für die Jüngeren. Meinst du das auf dem Stuhl? Nee, da muss noch irgendwo anders was sein. Hä? Oh Mann. Ja, ja, da guckt auch nur ein kleines Stück Papier raus. Das ist fast nicht zu sehen. Und man kann es im Stehen sehen. Man muss nicht auf dem Fußboden rumkrabbeln. Mäuschen, du kannst auch im Stehen gucken, wenn du dieses eine Ei suchst. Und auf der anderen Seite, hier im Wohnzimmer, ist auch noch was. Mindestens noch ein Geschenk. Ich weiß. Gucken, ob da ganz hinten in der Ecke, um die Ecke rum, was liegt. Nein. Will ich nicht? Doch, aber da komme ich nicht rein. Okay, dann helfe ich dir mal. Alles gut? Ja. Was habe ich gefunden? Denn da ist was. So weit weg. Was ist das für ein Osterhase? Ich habe also auch was gefunden. Hättest du meint? Ich habe dir das gezeigt. Sehr schön. Okay, also es liegt auf jeden Fall noch ein Geschenk hier irgendwo und, ne, zwei, und ein Osterei ist auch noch hier in der Küche versteckt. Was, du hast es gefunden? Ja, genau. Hey, das ist ja sogar genau passend dann. Oh, danke. Aber jetzt liegt immer noch ein Osterei in der Küche. Witzig. Oder man könnte fast sagen, es hängt. Mindestens eins. Es hängt. Wo könnte das hängen? Also es guckt auch nur ein Stück Papier raus oder Plastik, also von der Verpackung. Also an der Uhr kann man irgendwas dran geknüpft. Nee, haben. Da ist nichts. Also die letzten Ostereier, die findet man dann sicherlich sowieso erst in ein paar Jahren wieder. Ja. Oder im Sommer oder auf jeden Fall nicht jetzt. Ich habe weiße Lampe wieder gefunden. In der Lampe? Ja. In der da? Nein, das war so eine Lampe, da war das als Glühbirne. Und du fasst so rein und dann kriegst du gleich einen als Glühbirne. So, also, das Video wird immer länger und länger. Und die finden einfach das Osterei. Halt. Ja, ihr seid hier auf der Seite schon ganz gut dabei. Schön. Wo könnte es sein? Wo könnte es sein? Oh, das ist auch schon keine schlechte Idee, Ash. Geh doch mal raus. Die Idee war schon mal sehr gut. Oh, hier, Max hat es gefunden. Aus der Entfernung. Zeig her, wo ist es? Hier. Und wo war es? Da, hinter. Ah, das ist doch ein Osterhase, der arbeitet mit allen Mitteln hier, ne? Ja, mit allen. Ja. Jetzt sind die alle fertig? Nee, also ein Geschenk liegt ja noch. Nicht mal hier in der Küche. Das weiß ich nicht. Müsste ich jetzt selber anfangen hier zu gucken, aber ich glaube, das sieht gut aus. Ja. Jetzt hier noch ein Geschenk, oder wie? Ja, irgendwo liegt hier noch was. Ich weiß gar nicht, liegt da noch was? Ich lasse sie einfach suchen. Aber es ist nicht irgendwo drin, oder?
Oder hinter, oder... Gefunden. Ja, yeah, ich wollte gerade sagen, da ist das, glaube ich, ganz schön heiß schon. Das wäre leicht. Das ist ja riesig. Das für dich? Wow. 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 So, ich glaube, das war's dann. Ostern ist vorbei. Ach nee, ihr müsst das ja noch auspacken. Ach ja. Und dann kommt die gerechte Zuteilung der Ostereier. Ja, die kann sowieso essen, wie er will, jeder. Achso, dann machen wir das so. Außer du. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen Mama holen. Mama! Ich weiß ja gar nicht, wieso die gar nicht dabei ist. Was machst du da oben eigentlich? Was? Ich lüfte gerade. Oh, Mama hat innere Hitze. Ja. Hier, wir haben schon alle Ostereier abgeräumt. Ja. Alles ist eingesammelt. Ja, ich hab fast gedacht. Aber die Geschenke auch gefunden? Ich schätze, das sieht so aus, ja. Okay. Aber jetzt zum Auspacken musst du nochmal mit runterkommen. Ja, mach ich sowieso. Ich weiß sowieso jetzt. Warum bist du nicht hier bei uns unten? Weil ich gerade was gemacht habe und weil ich nicht über die Füße laufen wollte. Wir sind so viele da. Ich glaube, die hat einfach keinen Sinn für Ostern. Nur für Deko, also Holzeier und so. Spaß beiseite. Los, komm runter, die warten unten. Ja. Oh, habt ihr alles gefunden? Oh, ja. Ja, wie cool. Ich habe noch was Cooles gefunden. Oh, ein Zuschauerpaket. Ja, von Angelina. Angelina kommentierte mal ganz fleißig bei uns und sie hat uns so ein Päckchen geschickt und das wollen wir jetzt mal aufmachen. Dann los, komm, gucken wir mal, was da drin ist. So, Kinder, wollt ihr sonst aufmachen? Was das? Gucken, was da drin ist. Also, öffnen das mal und oben drauf ist ein Brief mit Tip-Tap-Tube drauf. Lesen wir den jetzt erst vor, oder? Ja, erst den Brief, dann die Geschenke. Ach, da sind Geschenke drin. Irgendwas ist da drin, aber ich weiß nicht was. Irgendwas ist da drin. Ich hab noch nicht reingeguckt, nur kurz überflogen da. Oh, das ist ja ein ziemlich langer Brief. Also, da vorgelesen werden. Dann mal los, zeig mal den Brief her. Ist das richtig zu Ostern geschickt hier? Am 15.02. Aber das soll für Ostern sein? Ich weiß es nicht. Du hast irgendwie schon mal reingeguckt, ne? Die hat gefragt, weiß ich nicht, Schnucki, da ist irgendwas drin. Ich weiß nicht, was es ist. Oh, Überraschung. Also gut. Ich heiße Angelina, bin 19 Jahre alt und komme aus Schöllnach, das ist Niederbayern. Ich bin ein sehr großer Fan von euch. Für mich seid ihr die besten YouTuber. Schau jeden Tag eure Videos. Auch wenn ich ein Video schon auswendig kenne und es zum tausendsten Mal ansehe, muss ich immer wieder lachen. Aber natürlich überlachen. Ich hab ein Osterei! Da hat euch jemand ein Osterei gefunden und quatscht hier voll in die Szene. Wo wir gerade dabei sind. Du hast, und auch, du noch hast eins. Auch noch eins. Okay, habt ihr auch noch eins, wo wir gerade dabei sind? Nee. Okay, dann machen wir jetzt mal mit dem Brief weiter. Vielleicht kennt ihr mich von den Kommentaren. Ihr habt mir bis jetzt immer ein Herz gegeben oder sogar geantwortet. Dafür danke ich euch. Vielmals. Ihr seid einfach bodenständig geblieben und seid dankbar. Das merkt man, finde ich, in jedem Video. Ein extra Kompliment gebe ich an Adrian. Er ist ein toller Vlogger und schneidet und bearbeitet die Videos so toll. Danke. Kurz mal an dieser Stelle mal eben unterbrochen. Ich hoffe, euch gefällt mein kleines Geschenk. Es sollte was Besonderes sein. Oh, da bin ich mal gespannt, was da sein wird. Ich würde mich so sehr über ein Autogramm von euch allen wünschen mit Widmung. Angelina musst du schon gekriegt haben. Wir haben es aber verschickt. Und wenn ihr mich mal grüßen könntet, wäre das mein absolutes Highlight. Macht weiter so, seid ihr besten. Liebe Grüße, eure Angelina. Ganz, ganz liebe Grüße, Angelina. Ja, liebe Ostergrüße. Schöne Ostern, genau. Ja, schöne Grüße an dich und auch vielen, vielen Dank. Genau. Dankeschön. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Jo, Super gut verpackt. Ja. Ist es zerbrechlich? Scheint schon. Erst schon mal am besten, willst du es nehmen? Ja. Ich habe schon eine Vermutung, was das ist. Ja, ich Gold! Pack mal aus. Ich habe eine Vermutung, was da drin ist. Und zwar... Oh nein. Was ist das? Ich dachte zuerst, das ist ein Osterhase. Oh nein, kriegen wir jetzt... Wir kriegen den Oscar! Nein, guck mal, was da steht. Besser YouTube-Kanal. Alter Schwede, zeig mal her. Angelina, das hat uns noch nie einer geschickt. Das ist der Hammer, ne? Warte mal. Stell dich mal scharf hier. Komm, komm, komm. So, jetzt sag mal was dazu. Jetzt bin ich aus raus. Okay. Bester YouTube-Kanal, TipTapTube. Und wir haben hier den goldenen Oscar gekriegt in der Republik. Genau, okay. Das war wohl nichts. Den nochmal scharf stellen hier. Wir haben den goldenen Oscar bekommen. Und zwar
Bester YouTube-Kanal TipTapTube. Oh Mann. Wow. Der Hammer. Nimm mal her. Da, neben unserem Button. Ja, genau. Wohnzimmer. Also, das ist echt eine richtig tolle Idee. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt der Hammer, ja. Oder? Was sagt ihr dazu? Toll, ne? Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da jetzt sowas drin ist. Und wenn wir hier gerade so schön bei den osterlichen Sachen dabei sind, wir müssen nochmal, wir waren ja letztens im Keller und haben da was gefunden. Man könnte ja denken, das könnte man auch zu Ostern gefunden haben oder so. Kommt ihr kurz mal mit oder du, wir müssen das mal eben abholen. Weil wir nämlich jetzt einmal zur Verlosung der PlayStation kommen. Stopp mal! Die neue kommt ja noch gar nicht dran. Wir verlosen erstmal Wir verlosen erstmal aus der letzten Verlosung den Gewinner, den ermitteln wir kurz mal. Ich mache hier kurz mal den Rechner an und dann geht's auch schon los. Herzlichen Glückwunsch! Okay, das machen wir gleich nochmal mit Anzählung, okay, bei 3. 1, 2, 3. Herzlichen Glückwunsch, Magnus 53, zu deiner neuen PlayStation. Viel Spaß und schöne Ostern. Genau, und wo ist die überhaupt? Holen wir die. Ah ja, schnell holen. Ist unten. Gehen wir schnell mal runter und holen die. In den düsteren Keller. Jetzt oh, da ist auch schon Licht. So, wo ist denn die? Wo ist denn die? Wo ist denn die? Wo ist denn die? Knacknuss 53. Ich glaube, deine PlayStation ist weg. Ist die? Ja, da ist sie, die weiße, ne? Ja, die ist weiß. Komm, ach gleich so, her. Ja, die haben wir letztens geholt. Genau, das ist die PlayStation Knacknuss 53, die du gewonnen hast. Genau. Und wir haben ja hier noch eine PlayStation übrig. Die unter der Geisterhand. Oh, jetzt mal kurz zur Seite. What's in that head? Schon gemacht. Zur Seite. Und oh, die Mentos fallen hier runter. Hier ist noch ein PlayStation Controller. Der gehört mit zur Verlosung für PlayStation, die wir heute verlosen werden. Und das ist sie hier. PlayStation 4 Pro mit FIFA 18 und extra Controller. Das ist unsere Osterverlosung. Und jetzt gehen wir erstmal wieder hoch. Bei mir gibt es auch eine Verlosung. Sag nochmal. Bei mir gibt es übrigens auch eine Verlosung, auch von der PlayStation 4 Pro in schwarz mit 1 TB. Das ist gut, also unbedingt mitmachen, wer jetzt hier nichts gewonnen hat in unseren 2 Verlosungen, die wir schon gemacht haben, beziehungsweise in der hier, gleich mal zu echt so wechseln. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Informationen dazu, oder? Da gibt es ein paar Informationen, ja, man muss einfach die App runterladen und dann wird... Und dann bekommt der erste Platz in der App die PS4. Eigentlich ganz simpel. Ist es ein Rabe oder eine Ente? Ein Küken? Cooles Teil, sag mal hallo, Küki, Andy. Hallo! Also, die PlayStation 4 von echt so, da macht echt so gleich nochmal ein Video dazu und dann könnt ihr bei ihm auf dem Kanal gucken, wie er dazu kommt, zu der App. Hört keiner zu hier, macht nichts. So, also, Knacknuss 53, jetzt nochmal ganz kurz hier. Das ist deine PlayStation 4 Pro in weiß. Die geht also demnächst raus hier. Und das hier ist die PlayStation, die wir heute neu verlosen. PlayStation 4 Pro mit extra Controller, mit FIFA 18. So, und dafür drücke ich euch allen richtig doll die Daumen. Genau, und schreibt in die Kommentare, dass ihr sie haben wollt oder wer sie haben möchte, dass er daran teilnimmt an der Verlosung. Noch irgendwelche letzten Worte? Genau. Genau. Hey, genau sagen wir, das ist unser Spruch hier. Geklaut. Genau. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen hier. Wieso? Von unserer Osterverlosung und Ostern und so. Da fehlt noch was. Doch, Kanal abonnieren und so weiter. Das meine ich ja nicht. Und guckt euch das mal an. Hier ist schon unser Frühstückstisch halb fertig gedeckt. Ash, was machst du? Die sind solche kleinen silbernen Pixel, Tony. Ach, ich dachte schon, da wären Geldscheine drin. Ja. Ein kleiner Scherz am Rande. Ja, also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare. Achso, ich hab da eben gefragt, oder fehlt noch was? Und keiner sagt ja was. Nee. Dann pack mal aus, komm, komm, komm. Auspacken, jeder packt auspacken. Aus. Wie kann das sein, dass ich das vergessen habe? Aber ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Mich hat der Osterhase nämlich vergessen. Egal. Nein, aber Chrissy hat an uns gedacht. Das ist ja auch ein Fest für die Kinder. Aber Chrissy kann auch auspacken. Okay, los, auf geht's. Auf die Plätze, fertig, los.
Hier ist der erste fertig. Was hast du hier gekriegt? Schule der magischen Tiere versteinert. Was war das denn? Ja, cool. Schule der magischen Tiere versteinert. Versteinert, genau. Teil, was immer hieß. Und was hast du neun gekriegt? Ich wieso Teil 9? Guck doch nochmal, pack doch noch mehr auf. Sutranix, was ist hier bei dir? Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Okay, gucken wir hast du Vermutung? Nee. Max, was bei dir? Bei der Größe. Was? Achso, bei mir waren Tomboy drin. Danke. Ein danke an den T-Shirt Osterhasen. In oder so. Nein, kein T-Shirt. Turnbeutel vom Osterhasen. Den hätte der mal netzen. Wahrscheinlich Google Play. Ach ja. Den Turnbeutel hätte der Osterhase mal nutzen sollen, um seine vielen Eier. Ich habe hier eine Google Play, so. Eine iTunes-Karte. Danke. Wow, der Osterhase ist richtig gut. Und Chrissy? Ein H&M-Gutschein. Kann ich angehen. Da kannst du ja mit Max shoppen gehen. Genau. Und hier ist noch was. Eine schwarze Platte. Schwarze Platte, eine genau. Schwarze Platte. Eine schwarze Platte. Keine schwarze Platte. Eine ja. Schwarze Platte mit gelben Emojis. Ja. Was ist das? Ein Wandbild. Sollte sogar passen diesmal. Das ist deine neue Schreibunterlage. Mit dieser Schreibunterlage kannst du besonders gut. Also so quatschen natürlich nur die Verkäufer in den Fernsehsendungen. Was ich habe jetzt hier noch ein T-Shirt. Das sollte sogar diesmal passen. Mama hat diesmal sogar an die richtige Größe gedacht. Der Osterhase hat es gemacht. Der Osterhase hat diesmal nochmal an die richtige Größe gedacht. Seit wann bist du hier für die Ostereier zuständig? Ja, ich musste ihm helfen. Warum muss er mir die Größe sagen? Das aber nur letztes Mal hat Mama für mich eingekauft und hat mir irgendwie viel zu kleine Sachen gekauft. Ehrlich? Ja. Das kann und der Osterhase denkt dran, dass es richtig ist. Also dann würde ich sagen, ist das wohl Beweis genug dafür, dass das vom Osterhasen gekommen ist? Denn so. Sonst wäre das zu klein. Okay. Hast du noch mehr Geschenke? Oder hat er noch nicht alle Geschenke? Hier hätte ich noch... Ach nee, das ist leer. Ech, du hast noch nicht alles gefunden. Fehlt noch was? Ja, klar. Es ist noch was nicht gefunden. Doch, das ist ja. Weiß das. So, Mäuschen. Ui. Er muss noch suchen. Echt jetzt? Kommt, dann helft ihm mal alle. Meine Hilfe. Was ist denn noch zu suchen oder zu finden? Ja. Wo ist denn das? Schnucki. Ich hab noch ein Osterei. Kann ich angehen. Wo war das denn? Das wird hier reingeklemmt. Guck mal an, das sind jetzt die Ostereier, die eigentlich erst in 3 Monaten zu finden gewesen worden wären, sein oder so ähnlich. Ah. Ja. Esch. Hier musste mal kurz ein bisschen Nachhilfe gegeben werden. So. Und Esch hat es gefunden. Ja. Nein, eigentlich war das ja Mama, die das... Woher weiß Mama, dass wo die Geschenke hier sind? Und jetzt egal. Ein Schnucki. Ehrlich? Noch ein größeres Geschenk, ja. Was? Wo ist das? Oh, ich glaube, dann weiß ich, wo das ist. Warum weißt du das nicht? Fehlt? Tja, scheinbar ist sie mit dem Osterhasen im Bunde. Ich bin verwandt mit dem Osterhasen. Was? Noch eins? Ja. Also ihr müsst nochmal ausschwärmen. Suchteam. Lauft los und findet das. Wie groß ist denn das, was da fehlt? So ungefähr. So quadratisch. Quadratisch. So. Quadratisch. Minecraft. Garantiert nicht Minecraft. Ich glaube, ich dann ist es hier schon recht heiß, wo er sucht, wollte ich gerade sagen. Da hat er schon gefunden. Da kann man mal sehen, wer hier für Ostern am besten geeignet ist zum Suchen. Das ist halt ein Fest für die Kinder, ne? Und wie suchen die anderen hier? So, im Sitzen wird hier gesucht. Okay, komm, auspacken. Guck mal rein, was das ist. Essen? Was ist es? 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 Scheibe. Wow! Seit wann kriegt man denn solche Geschenke für Ostern? Das ist doch eher was für Weihnachten oder Geburtstag oder so. Und die leuchten sogar im Dunkeln. So cool, cool, ne? Die kannst du oder können wir an die Wand irgendwie. Und wenn die im Dunkeln leuchtet, Mäuschen, dann kannst du ja abends immer so tun, als wenn du ins Bett gehst und wenn aus dem Bett raus und die Ellis weg sind, dann steigst du auch wieder aus und kannst im Dunkeln hier spielen. Ja. Sind wir denn jetzt fertig mit allem oder haben wir noch was vergessen? Ich glaube, wir sind fertig. Okay. Ist gut. War es jetzt das Video? Ja. Da war es jetzt hier von uns und unserem Ostervideo. Wir sagen frohe Ostern an jeden von euch. Genau. Genau. Und dann würde ich sagen, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, Daumen nach oben da zu lassen und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Und wir drücken euch die Daumen für die Verlosung. Tschüss. Die läuft bis wann, Schnucki? Eine Woche jetzt wieder, ne? Eine Woche. Ja.
Ganz genau, das haben wir vergessen. Die Verlosung läuft von heute, Ostern, 1.4. bis... Nächsten Samstag, ne? Oder nicht? Sonntag. Also Samstagnacht und dann Sonntag kommt die... Ach so, okay. Auflösung und die Auslosung des Gewinners von dieser PS4 Pro. FIFA 18 ist dabei und nochmal der Controller. Und jetzt tschüss. Tschüss. Klar, tschüss. Tschüss.